Jo, hallo Leute und willkommen zurück zu GTA 4. Ja, ich gehe jetzt erstmal an den Laptop, denn wir sollten irgendwie unsere Mails überprüfen. Oder seine ja gesagt, weil ich meine. Geht's jetzt besser? Ja, es geht mir besser. Und die Nachrichten lese ich mir eigentlich so gut wie nie durch, denn da hat man keine Lust drauf. Okay. Dann gehen wir raus. Und Bell, was ist denn das? Ja. Yeah, well, I did what I had to do. Anyway, you and me can't talk no more. Jimmy's falling apart, the Pecorino's ain't nothing no more. I'm out, man. Goodbye. Ich meinte, jetzt müsste die Hochzeit kommen. Deswegen gehe ich jetzt schon mal meinen Anzug anziehen. So. Oh, Weinflasche, muss man. Okay, Roman. Nico, I'm getting married tomorrow. Can you believe it? Also morgen. Lots of beauty sleep. You need to be at the church at 10 a.m. though. Sure, Roman. I'll see you at the church. I'm looking forward to it. So, erst morgen. Okay, dann umziehen. Nein. Ja, nur noch die an noch andere Schuhe. Auch nicht. Ja, genau die. So, nein. Ach. Ja. So, jetzt morgen meinst du die anderen. Dann pennen wir einfach ein paar Mal. Ein paar Mal pennen. Ja, wie los ist das denn? Naja, ist auch egal. So. Speichere ich mal das hier. Mach ich mal 10 extra Speicherungen. Für alle Fälle. So. Es ist jetzt Nacht. Ja, es ist Nacht. Dann schlafen wir nochmal. Und pro Schlaf vergehen 6 Stunden. Genau, 6 Stunden. So. Speichern. Tring! Und jetzt müsste Zeit sein, oder? 6 Uhr morgens, ja, können wir uns frisch machen, essen gehen, Schutzweste kaufen. Ja, durfte um 6 Uhr morgens an, ganz bestimmt. Okay. Lalala. 10 Uhr, ne? 10 Uhr. Können wir irgendwie die noch anrufen oder sonst was? Ne. Ah, ich weiß, wie wir anrufen können. Wo ist er? Wo ist er? Oh, wo da ist der Liste gelöscht, schade. Ich wollte Dimitri anrufen. Ich will mal Wagen nehmen, aber der ist so schön. Den will ich jetzt nicht was so nehmen. Oh ne, das will ich jetzt aber nicht. Na, nehme ich jetzt einfach, ist aber egal. Einfach so vorsichtig damit fahren. So, unseren Sender einschalten und einfach durch die Stadt fahren, bis es Zeit ist. Wenn der einen Kratzer kriegt, ich raste einfach nur aus. Weil der Wagen ist so schön. Ich finde echt schade, dass der Wagen hier zu selten. Der ist so selten im Spiel, das ist einfach nicht normal. Finde ich auch sehr schade. Boah, warum ist hier so viel Verkehr auf den Straßen? Habe ich direkt Angst, mit dem Wagen überhaupt zu fahren. Und wie viel müssen wir? Müssen noch ganze 2 Stunden totschlagen. Super.
So, wir fahren noch in den Hafen, gucken uns die schön. Ja. Gucken uns halt alles an. Oh, schön. Schöne Stadt. Kate. Ja, jetzt ruft er die an, ne? Hey, Kate. I took your advice. I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Can you pick me up and take me there? I'll be at my mom's. See you soon. Hol Kate, okay. Und ich versuche jetzt mal ohne Kratzer zu fahren. Wenn ich das schaffe, dann ist das. Das ist einfach geil, dann habe ich es gelernt. Ah, boah, ich werde jetzt wieder fast. Das muss auch nach dem GPS-Ding fahren. Sonst verkacke ich die ganze Strecke wieder. Insgesamt, ich verkacke meinen Wagen, weil er dann Schrott ist. Naja, für sowas Besonderes muss man so einen Wagen aufheben, weil der ist einfach geil. Und da glänzt doch schon ein bisschen grünlich, oder? Ja, gelb-grün. So, jetzt ein bisschen abbremsen, denn da passe ich nicht zwischen, das lasse ich jetzt auch. Ich will einmal im Spiel vernünftig fahren. Komm, gib Gas, okay. Scheiße, komm. Okay, das zählt nicht, das zählt nicht. Das ist doch kein Kratzer. Oh, ist doch kein Kratzer. Ne, da ist nichts, das zählt nicht. Das passiert jeden Mal. Okay, komm, irgendwann muss ich mal irgendwie ankommen oder sonst was. Darf ich nicht zu viel Gas geben, sonst passiert auch ganz schnell, bin ich ganz schnell am Arsch. Okay, bremsen, da Gegenverkehr-Action. Okay, jetzt nicht mehr. So, jetzt soll ich mal bremsen. Okay, nach links. Man läuft doch gut. Und da, hey, geil, ein Lila. Oh, scheiße, fast gegengefahren. Ich habe es geschafft, oh mein Gott. Hör mal, du musst ein Kleid anziehen. Wir fahren zu einer Hochzeit. Nicht zu einer Behindertenbar. Boah, nicht nach hinten fahren, nicht. Scheiße, fahr durch. Ohne Kratzer, ohne Kratzer. Und ohne Beulen, ohne alles. Violence wherever you go, but this was the church where we had my brother's funeral. You remember how that turned out? Yeah. How are you about that? Do you miss him? I'm okay. He's still in my thoughts, you know. He brought it on himself and he wasn't a good person. When I think about him, I just wish that he'd been happy in his life. What would have made him happy? It's hard to say, but maybe the right person? Yeah. Do you think that that is the answer for everyone then? Maybe. The right person can make your life wonderful in the same way that the wrong one can ruin it. The problem is that it's difficult to tell which one the man you are with is. Huh. I've had some trouble telling right and wrong apart before. After the war, I was involved in a life I felt was not from me. Those decisions became very difficult. You're talking about your criminal exploits as if they're a thing of the past. Well, maybe they are.
I don't want to be involved with the men I have been involved with. I want to surround myself with good people, not bad ones. Recently, I have tied up a lot of loose ends in this city. My past does not haunt me in the way that it used to. I've tried to separate myself. Mir passiert Unfall. Und ja, ich rede nicht, weil die gerade reden. Deswegen will ich leise sein. Wir sind da, endlich, ja, ohne Kratzer, epic, einfach nur epic. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Mwah! Yes! Wonderful! Okay. Yes, I did it! Hey! Yes! Congratulations, cousin! Thanks for coming. Okay. All right, yes, okay. Nico. Nico, come on. Oh. Somebody call an ambulance. Call a fucking ambulance. She's dead. What? Oh, shit. Shit, shit. She told me to leave it. I thought I had. I thought it was over. It's never over, Aya. Nico, you can't blame yourself. Of course I can. She's easy, dead. Easy, easy, easy. You're better, man. Easy. Calm down, man. Calm down. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. Go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Don't worry. We'll take care of this, man. Okay, leave. Okay. Okay, ja, Kate ist gestorben, wurde erschossen und wir tragen unsere Anfangsklamotten wieder. Ja, das ist wohl schwer für ihn jetzt. Kann ich auch verstehen und jetzt kommen, ja. Ja, und jetzt kommt eine Begründung, warum oder, ja. Warum das jetzt, warum ich, Scheiße, wie der. Ah ja, die Begründung, warum ich die Mission gemacht habe, indem ich Dimitri getötet habe. Die Begründung ist ganz einfach, hätte man, wenn man Dimitri tötet, dann wird Kate sterben. Wenn man, das Geld dann nimmt, dann wird Roman sterben. Und ich finde Roman, ne, ich will ein, man will mehr Roman haben, weil man hat ihn von Anfang an des Spiels und Kate irgendwie erst am Ende. Und ja, Roman ist sein Bruder, Kate hat er nur getroffen und ich finde Roman eigentlich viel wichtiger im Spiel. Deswegen habe ich jetzt Dimitri getötet und ja, deswegen, weil ich will, dass Roman überlebt. Und wir ziehen uns mal um, weil die Klamotten sind nicht wirklich, naja, nicht gut. So, andere Hose. So. So, und jetzt hat uns Little Jacob eine Nachricht geschickt. Radit, ja, Nico. Sei stark, okay? Ich werde diesen räudigen Arsch finden. Ich besorge ein paar ordentliche Waffen und alles. Warte auf meinen Anruf. Ich habe gerade keinen Wagen. Sonst würde ich sie dir vorbeibringen. Easy, Little Jacob. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt sozusagen abwarten, bis er uns anruft und ja. Abwarten.
Und jetzt fällt mir ein, wir haben unseren Wagen nicht mehr, er ist jetzt weg. Von weg. Das ist, Mann. Okay, Little Jacob, da ist er. Wait for me. I'm on my way. What is Roman doing there? This is not the place for him. He back you up, Rasta. I and I both be seen. One love. Ja, wie gesagt, ich find's immer noch. Ah, find's besser, wenn Roman lebt. Da bin ich auch zufrieden damit. Wenn Roman stirbt, dann ignoriert Kate auch einen. Deswegen bringt es auch viel mehr, jetzt Kate sterben zu lassen. Finde ich persönlich. Ich habe vielleicht andere Meinungen, aber ich finde es so besser. Und da ist er. Ja, ich steige ein. Was hat denn der den Wagen gezogen? Ah, da ist er. Roman. Both of you. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it, see him there? You have to stick to my brother. Rot it, da ist er. Ja. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. So. Die Bienen hatten vor. Ja, dreh mal direkt eine Kurve. Verfolgen oder töten? Das ist, ach, scheiße. Okay, wir müssen sie verfolgen. Oh, scheiße. Komm. Okay, ja, okay, der ist da vorne, oder? Ich meine, da vorne, ja, die sind da vorne, ich sehe sie. Ah ja, und soll ich jetzt machen, aber fällt gerade nicht, muss den Timer setzen. Sorry. Weiter geht's. Okay, hab Timer gesetzt und bin aufs Klo gegangen. Ich bin doppelt erleichtert. Komm her. Ja, was hält denn? Komm. Ich muss ihm seine Reifen zerschießen. Ist lustig, ohne Reifen zu fahren. Ja, oh, komm. Ja, fall doch noch runter. Roman, that's what you're feeling, don't you? Sure, sure, that's what I'm feeling. Nico, I want to get this guy. I just don't think we want to take any unnecessary risks while we're doing that. Roman, the last thing I want is to lose you as well as Kate. I can't imagine how I'd feel if I lost you today. But Roman, I would not let this piece of shit go. He is taking us back to Jimmy Pegorino. Ja, es war Pegorino, der Kate getötet hat. Ich dachte schon, wer ist denn das für ein Arsch?